Weiter geht's mit Tomb Raider Quest of Gold in Poseidons Domain. Mit einem Problem. Oh Gott. Was rede ich da bitte? Wir haben ein kleines Problem und zwar wollen wir hier rein ohne Wasser. Damit wir diesen Schalter hier drücken können. Oder kann das Lara auch im Wasser? Nein, das kann sie nicht. Wie kriegen wir das hin, hier reinzukommen? Das ist die große Frage, die sich mir stellt. Ich glaube, hier war der Dreizack dahinter. Das ist nämlich jetzt echt ein kleines Problem. Eine Sache fällt mir noch ein. Wir haben noch eine Tür, die verschlossen ist, aber die öffnen wir vielleicht auch durch den Schalter da. Deswegen die zentrale Frage ist, wie kommen wir hier rein, weil jetzt hier diese Spieße sind. Wie machen wir das? Das ist echt ein Problem. Und ich überlege gerade, wie man das umgehen kann. Vielleicht von da oben so einen schrägen Sprung da rein, aber das ist auch, glaube ich, nicht möglich. Eher mörderisch. Ja, also eine Sache habe ich, wie gesagt, noch im Kopf. Und zwar diese eine Tür, die hier noch verschlossen ist. Aber die ist, glaube ich, immer noch zu. Hat sich nichts geändert? Nee. Oder kriegen wir die irgendwie auf? Gibt es hier irgendwelche Blöcke zum Draufschieben oder so? Eher nicht. Tja. Ich bin da nämlich jetzt gerade so ein bisschen am Ende meiner Vorstellungskraft. Wir probieren das jetzt nochmal oben rum. Irgendwie müssen wir da doch verdammt nochmal reinkommen. Aber nee, es geht ja nicht. Aber das hier mit diesen Spießen habe ich auch noch nicht verstanden. Also wir müssen jetzt das Wasser auf jeden Fall nochmal rauslassen, weil unser Ziel ist es, hier reinzukommen. Ohne Wasser. Und das ist das große Rätsel, wo ich noch keine Lösung zu habe. Aber das kriegen wir irgendwie raus. Das kriegen wir hin. Wir müssen es einfach nur ausprobieren und irgendwann klappt es vielleicht. Außerdem haben wir hier oben auch noch die Stelle mit dem Feuer, die mir auch noch suspekt ist. Vielleicht kommen wir da auch doch irgendwie nochmal weiter. Das können wir auch nochmal probieren. Weil das ist ja hier auch noch alles ungelöst. Aber da kommt man, glaube ich, nicht dran vorbei. Also kriechen ging ja nicht. Wir probieren das mal mit dieser Rolle. Nee. Hätte ja sein können, ne? Wir probieren das gerade nochmal. Ich will mal gucken, was so dahinter ist. Wir nehmen mal so ein paar Medipacks. Eine Fackel. Ah. Ja, aber das bringt uns ja nichts, weil... ja, wir brennen, ne? Okay. Ja, schwierig, oder? Finde ich nicht so leicht, das hier irgendwie hinzukriegen. Also erst nochmal Wasser raus. Ich glaube, das ist der erste Schritt, den wir tun müssen, das Wasser nochmal rauszulassen, um dann irgendwie zu versuchen, egal wie, da reinzukommen. Irgendwie muss das doch gehen. Ich habe es nur noch nicht rausgefunden, wie. Aber wir kriegen das bestimmt irgendwie hin. Irgendwie muss es einen Weg geben. Vielleicht auch von hier irgendwie über die Mitte, irgendwie so. Das probieren wir jetzt alles mal aus. Und irgendwie kriegen wir es dann doch auch hin. Das kann es ja nicht sein. Also, hier rüber. Und das Wasser erstmal rauslassen. Und dann probieren wir jetzt mal so ein paar Dinge aus, einfach nur, um da reinzukommen. Das ist das Wichtigste gerade. So, also, Möglichkeit 1... Wäre... Nein, wir machen es anders. Möglichkeit 1 ist hier.
mit diesem, also ich glaube wirklich nicht, dass es funktioniert. Das würde mich sehr wundern. Hier mit irgend so einem Sprung, dass man da reinkommt. Aber das ist, glaube ich, gar nicht möglich. Das brauchen wir gar nicht erst probieren eigentlich, weil das nicht funktioniert. Ich will euch aber auch mal zeigen, was mein Gedankenansatz war. Und zwar irgendwie von hier so da irgendwie reinzukommen. Aber wir müssen das Wasser wieder rauslassen. Also jetzt hier wieder hoch. So. Und jetzt können wir es gerne nochmal probieren, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Zu 95% funktioniert es nicht. Ich meine, man kann es ja mal probieren, ne? Da irgendwie reinzukommen, aber. Ach, das ist Quatsch. Probieren wir die andere Möglichkeit, und zwar über die goldene Mitte. Oh. Falsche Tür. Wir müssen da lang, genau. Und jetzt hier mit Anlauf. Hier rüber. Hey, wieso geht es nicht mehr? Es ging doch sonst immer. Oder andersrum ging, ne? Andersrum ging, aber so rum wahrscheinlich nicht. Interessant. Dann machen wir es halt so. Das geht ja auch. So, und dann nämlich von hier irgendwie über diese Mitte. Über diesen Mittelklotz da. Dass wir da vielleicht das irgendwie gedeichselt kriegen. Weil dafür muss es ja auch, also dafür ist es ja da, oder? Aber da hält sie sich gar nicht mal fest. Nee, das macht sie leider nicht. Es hätte ja sein können, sie hangelt irgendwie dann darüber. Aber wir probieren jetzt mal, da unten drauf zu springen, auf diese Zwischenplattform. Aber dürfen natürlich nicht uns an der Kante festhalten. Das ist die Schwierigkeit. Jo. So war es nicht gedacht. Da irgendwie dann drauf. Und von da kann man das dann nochmal versuchen. Schwierig, schwierig. Also so kommt man da auch nicht hin. Dass man da nämlich von der Mitte irgendwie versucht, dahin zu kommen. Aber ich weiß auch nicht, ob das überhaupt möglich ist. Probieren wir es nochmal mit so einem Kurvensprung vielleicht, aber das finde ich auch eher schwierig. Oder von der anderen Seite sogar. Wo dieses Gitter nicht ist, dass sich Lara da nicht dran festkrallt. Hier, von der Seite. Könnte das gehen? Dass sie da auf diesem Sims landet. Aber ich glaube das irgendwie alles nicht. Das ist irgendwie zu. Ja, doch, so könnte es doch eigentlich auch gehen, oder? Aber ich glaube auch eher nicht. Tja, ich bin da ein bisschen überfragt. Ehrlich gesagt. Reimt sich sogar. Ist nicht meine Absicht war. Irgendwie so. Und dass sie dann halt da drin landet. Aber da dreht sie sich leider weg. Das ist schade. Aber das ist auch wirklich nicht so gedacht. Also das ist nicht der Stil von Levelbauern. Aber man kann vielleicht von hier da irgendwie drauf kommen. Das würde uns, glaube ich, sogar weiterhelfen, da drauf zu kommen. Aber wie? Das sind so ganz schwierige Sprünge, die, glaube ich, gar nicht machbar sind. Also das wüsste ich jetzt echt nicht, wie ich den Sprung machen soll. Und ich glaube, ich probiere ja auch gerade unmögliche Sachen aus. Tja. Nee, das bringt ja nichts. Irgendwie kann es nicht sein, dass wir diese einen Spieße da ausgeschaltet haben. Also an wieder. Das ist doch doof. Wieso sind die wieder an jetzt?
Weil von hier könnte man wunderbar da hinspringen. Oder müssen wir das zeitlich abpassen? Das kann auch sein, dass das vielleicht sogar zeitlich geht. Aber das... Pff. Wie willst du denn das schaffen? Ich glaube nicht. Dass man vielleicht wirklich so... Stirbt sie hier? Ja. Tja. Geht's noch ein Stück runter? Irgendwie will ich da rein, aber ich raffe es nicht, warum die Spieße hier wieder an sind. Das verstehe ich nicht. Das raffe ich echt nicht. Weil das wäre sonst alles überhaupt kein Problem. Ja. Bin gerade echt überfragt. Oder müssen wir diese Glocke nochmal einschießen. Aber das glaube ich auch nicht. Nee, das ist doch Quatsch. Wir können das mal probieren, aber ich glaube, das ist... Nee, das ist Quatsch. Aber wir probieren es einfach mal aus, dann haben wir es wenigstens probiert. Dann tut sich auch gar nichts mehr. Wie gesagt, den Hebel haben wir auch schon 1000 Mal gezogen. Da tut sich leider nichts. Wir können es nochmal machen. Ja, vielleicht ist es jetzt ein anderer Rhythmus. Oder vielleicht doch aus. Oder mir fällt da halt echt nichts mehr zu ein. Weil wir hatten es ja wirklich aus. Und mit dem Hebel geht es ja auch. Aber trotzdem sind die Spieße da. Und das ist mein Problem. Das ist echt schwierig. Ich raff's nicht. Aber die Taktung ist anders. Ja, die Taktung ist anders. Wenn wir es jetzt nämlich nochmal drücken, ist die Taktung langsamer. Und dann klappt es vielleicht doch, so wie wir es gedacht haben, auf Zeit. Aber das müssten wir irgendwie perfektionieren. Leute, das ist nicht einfach. Da macht man echt was mit hier. Also machen wir das nochmal rückgängig, dass wir wenigstens die Geschwindigkeit herauskriegen. Ja, die Zeit ist da. Aber dieses Abdotzen da drauf und dann da reinzuspringen, da ist mir die Zeit irgendwie zu kurz. Weil man kommt ja, glaube ich, nur von der Leiter da drauf. Oder kommt man da auch noch anders drauf? Wie kommt man da sonst noch drauf? Oder von wo? Ja, von da irgendwie, ne? Aber wie kommt man da dran? Hier oben drüber, aber da müssen wir das Wasser zu reinlassen. Das darf nicht rein. Heieiei. Das ist echt kompliziert. Das ist wirklich kompliziert. Weil hier drin... Da kommen wir ja nicht hoch. Das ist nämlich nur, wenn Wasser drin ist. Schaffen wir das? Und ohne Wasser geht es nicht. Hm. Das habe ich auch noch nicht gerafft hier mit dem Gang. Immer noch nicht. Und Secrets haben wir auch noch keine gefunden. Leute, wir sind echt Versager. Aber vielleicht müssen wir darüber irgendwie hochkommen. So, Leute. Ja. Und da kommt man nämlich auch ohne Wasser dahin. Das wäre doch nochmal ein Versuch jetzt wert. Wo mich diese Spieße ja aufregen, muss ich ja ehrlich sagen. Die nerven mich. Ja, tatsächlich, das geht. Interessant. Ja, dann könnte das Ganze jetzt funktionieren. Dann müssen wir nämlich von hier darüber, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, hier lang zu hangeln. Und dann irgendwie kommen wir nämlich da hoch. Und von da kommen wir doch irgendwie da rein, Leute, oder?
Das kriegen wir doch jetzt irgendwie hin. Sehr interessant. Ja, dann können wir uns jetzt austoben. Oder von den mittleren Sims aus. Dass man da dann springen kann oder irgendwie. Weil das mit der Leiter und der Säule in der Mitte muss ja auch irgendwie einen Sinn geben. Und das würde somit Sinn machen. Also von hier kommen wir da, glaube ich, nett rein. Man kann... Nee, das können wir gleich vergessen. Das geht nicht. Aber über die Leiter hier. Dass wir da schon mal auf den Absatz kommen unten. Ja, das macht doch irgendwie Sinn. So, jetzt hier dran. So. So, und jetzt sind wir nämlich hier. Weil das muss ja auch irgendwie einen Sinn geben. Und da können wir nämlich von hier... Aha. Jetzt ist es nämlich so getaktet, dass wir das mit dem Sprung schaffen können. Weil von der Leiter ging es nicht. Weil Lara da abdotzt und sich aufstellen muss. Und das dauert nämlich zu lang. Und das könnte jetzt tatsächlich funktionieren. Das wäre jetzt ein Ding. Aber ich habe das Gefühl, dass das irgendwie zu weit weg ist. Aber da würde das alles, was jetzt hier geklappt hat, keinen Sinn geben. Ich kann mir echt vorstellen, dass das so gedacht ist. Nur erstmal müssen wir den Sprung darüber hinkriegen. Und das geht. Das geht, Leute. Wir haben es geschafft. Jawohl. Oh Gott, ist das anstrengend hier. Aber wir haben es geschafft. Jawohl. Puh, da kann man jetzt wirklich mal ein Kreuzzeichen machen. Also da mache ich 3 Kreuze, dass wir das jetzt endlich hingekriegt haben. Und das macht das Feuer aus und dann können wir an die Fackeln. Jetzt nimmt das Ganze wieder Fahrt auf. Jawohl. Okay, ich freue mich, wir sind weitergekommen. Ich wollte schon wieder die Lösung gucken, aber wir haben es diesmal ohne Lösung geschafft. Das ist doch auch mal irgendwie ein Erfolgserlebnis. Und ja... Es ist nur die Frage, was wollen wir dann mit der Fackel überhaupt? Das ist die nächste Frage. Und ich bin auch total verwirrt, weil wir können ja hier drüber jetzt laufen. Obwohl, nee, das macht Sinn, es so rum zu machen, weil wir wollen ja zu der Feuerstelle und nicht ganz hoch. Und ich sehe, dass auch die Zeit schon wieder vorbei ist. Das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, ciao.